Ja, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ja, wenn wir uns das so angucken, würde ich fast behaupten, da fehlt ein riesengroßes Stück von Midgar. Blöde Torte. Pizza. Okay. Zumindest eine gute Nachricht. Barrett lebt noch. Das war doch seine Stimme. Kommt schon! Antwortet mir! Zusammen. Eins, zwei. Hähnchen! Berliner! Vix! Wedge! Jesse! Zur Scheiß! Scheiße! Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Aeris doch gesagt. Aeris? Das Mädchen, das sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Es gibt ja nicht viele Wege, die wir jetzt gehen können. Nebenbei, wenn ihr wissen möchtet, wo wir uns hier gerade befinden, das ist der Spielplatz, auf dem wir mit Aeris gesessen haben. Aber ich glaube, das sehen wir gleich nochmal ein bisschen konkreter. Hi, wir sind Überlebende. Ne, sieht man nicht. Ich kann hier nochmal die Karte aufmachen. Glaube ich. Ja, genau. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Da ist der Immergrün Park. Und hier sind die, hier ist die eingestürzte Schnellstraße. Ach ja, ganz doofes Ding. War Market. Dann mal los.
Es zieht uns wieder in die hässliche Welt von Don Cornelo. Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aeris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Okay, mal gucken, ob hier immer noch die Partymucke läuft, während alle hier niedergeschlagen sind. Alter, 50.000 Leute hat Shinra jetzt mit einem Schlag ausradiert und auf dem Gewissen. Halt. Schleichen wir vorbei. Ja, besser ist. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Okay, das kriegen wir hin. Da oben gibt es nämlich einen Weg zum Sektor 5. Wir sind ja jetzt gerade wieder in Sektor 6. Und genau, hier vorne. Ist es wahr, dass Sektor 7 zerstört wurde? Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Rich war unten in den Slums. Verstehe. Welch ein böses Spiel. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Okay. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Ernsthaft? Das ist dein Plan? Ein ganzes Achtel einer Stadt nach drei Körpern suchen. Ich meine, das, ja, okay. Es wäre nett, um den dreien nochmal die letzte Ehre zu erweisen, aber ich sehe darin eine Aufgabe. Das ist wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Das bringt doch alles nichts. Aber wir sind zum Glück gleich da. Nur noch dort vorne durch das Tor. Das hat vielleicht gekracht. Ach stimmt, das muss ohrenbetäubend gewesen sein, als das Ding runterkam. Das ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja. Das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor.
Na komm. Beeilen wir uns ein bisschen. Oh. Sag mal, steht ihr hier den ganzen Tag rum und glotzt Fernsehen? Boy. Komm, wir gehen einfach zu Aeris Mutter. Und die Sache ist. Moment. Diese Stimme kennt mich doch irgendwo her. Das klang gerade nach Male. Aber nee. Na gut. Um die Kinder müssen wir uns später kümmern. Und denen nochmal zu sagen, dass Bix leider das Zeitliche gesegnet hat. Trauriges Schicksal. Oh boy. Wir hatten so viel Spaß mit den Jungs. Eigentlich am meisten mit Jesse, aber trotzdem, gute Menschen waren das. Was ist das Haus? Marlene! Hilton! Ja, ist okay. Boah, stürm doch nicht einfach in fremde Buden. Ein bisschen Takt muss sein. Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung. Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Sie schläft oben im Bett. Leise, sie schläft. Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Oh, das müssen wir leider. Am besten, ihr geht auch nach oben. Okay, danke dir. Auch wenn du uns nicht wirklich magst, aber du bist eine nette Person. Marlene, ein Glück. Du lebst. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten.
Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aeris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aeris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aeris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud,
Aris Mutter könnte recht haben. Lass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Das ist aber eine seltsame Entscheidung von den Damen und Herren hier. Das alte Volk. Was es damit wohl auf sich haben wird. Aber okay. Das Tor nach Sektor 7 ist verschüttet. Durch die Trümmer kommen wir nicht durch. Was sollen wir tun? Wir nehmen den Tunnel auf dem Spielplatz. Ah, gute Idee. Und wie kommen wir dahin? Gibt noch einen anderen Weg. Ah, ja. Weiß ich von Aris. Echt praktisch, so eine Verbündete vom alten Volk, was? Sorry, ist mir so rausgerutscht. Mein Herz schlägt noch ganz schnell. Moment. Muss ich da runter? Nee, einfach geradeaus weiter. Es hat richtig doll gewackelt. Meine Güte. Shinra geht mir so auf den Keks mittlerweile. Ja. Komm, steht hier rum und gafft einfach nur. Hab ich wenigstens wieder volle Lebenspunkte? Ja. Ah. Moment. Wir werden jetzt eine ganze Weile mit Barrett durch die Gegend laufen. Weswegen ich ihm auch diesmal wieder ein paar Materia zuschiebe. Damit er auch ein bisschen mehr machen kann. Am besten vielleicht die, die Aris vorher hatte. Heilen hat er schon. Genau. Frost. Und was hat denn Aris noch? Gewitter. Ja, ist in Ordnung. So, und Waffenmodifikationen hat er auch noch einiges. An dieser Stelle zumindest. Schon vierter frei. Schauen wir erstmal, was können wir hier machen. Längere Buffs, eher weniger. TP-Maximum. Ein zusätzlicher Materia-Slot gefällt mir zumindest schon mal. Kostet 12. So. Und dann schauen wir nochmal. Was haben wir hier? Physische Attacke. Das gefällt mir auch. Nee, magische Attacke weniger. Jau. Nee. 8 haben wir noch. Diese Bewegung. Ja, komm. Nehmen wir noch ein paar Lebenspunkte. Warum nicht? So. Ein Materia-Slot mehr. Das ist ziemlich cool. Was können wir ihm noch geben? Irgendwas, was Barrett noch nicht hat, aber was jedem was bringen könnte. Toxin wäre mal eine Idee. Zerstörung. Achso. Nee, Zerstörung nicht so. Dann lieber Toxin. Damit kriegen wir vielleicht nochmal ein bisschen was gehandelt. So. Und dann gucken wir mal nach dem Weg zu Sektor 7 oder zumindest das, was mal Sektor 7 war, Moment. Achso, der Weg kommt noch. Wir müssen hier vorne dann gleich nach links abbiegen. Hier. Da drüben.
Dafür bist du jetzt stehen geblieben, nur um zu sagen, da drüben. So, wir beeilen uns hier ein bisschen. Mal gucken, ob schon wieder die Dummköpfe hier rumgeistern. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Diese Musik hier ist gerade wieder so seltsam. Ach komm. Diese kleinen Viecher wieder. Die bringen auch nicht so viel. Weil ich finde es schön, dass hier die Gebiete einfach recycelt werden. Und das halt eben, finde ich, noch nicht einmal auf eine sinnlose Art und Weise. Sondern es funktioniert schon so ganz gut. Das sind so Sachen, eigentlich Kleinigkeiten, die hier ziemlich breit getreten werden. Aber diese Kleinigkeiten fühlen sich doch richtig an. Ah, Mist. Versuchen wir es da. Ziemlich gefährlich. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Glaube ich auch. Komm. Und Barrett, Bauch einziehen bitte. Oder Brust. Ah, sehr schön. Hier sind wir wieder. Bei diesen komischen Leuten. Ah, die großen Sauger. Die nerven. Unglaublich. Aber irgendwie habe ich es gerade geschafft, einem auszuweichen. Bin hier schon fast stolz auf mich. Was sind die überhaupt los? Ich sehe gar nicht, was das für Viecher sind. Ich dachte mir so, alles da, Gegner drauf da, gut ist. Ja, ist ja gut. Das sind, glaube ich, alles Gebiete, in denen wir schon waren. Ich bin bereit. Na komm, probieren wir es mal mit dem Klingenwirbel. Schwertwirbel. So. Na dann. Lief doch relativ flott. Das Doofe ist, das sieht so dermaßen gleich aus, dass ich nicht weiß, ob wir hier nicht sogar schon mal waren. Oh, ein Juggernaut. Oh. Na, egal, komm. Ah, voll reingelaufen. Und das, obwohl ich eigentlich also richtig schön Donner jagen wollte. Und wenn wir hier mal ein bisschen wirbeln. Ja. Komm, Blitz und Schluss. Wieder einer auf Distanz drin. Oh, weg mit dir. Es ist noch nicht vorbei. Ne, wir haben noch einen gewaltigen Weg vor uns tatsächlich. Oh. Das ist ein komplett neues Gebiet. Das sehe ich jetzt erst. Wir müssen hier doch mal ein bisschen besser hingucken. Ich renne hier einfach stumpf los. Aber okay. Umso besser für uns. Eisenbahn. Alte Eisenbahn.
Ah, das sieht doch vielversprechend aus hier. Oh, ist gar kein Gegner, sondern eine Kiste. Aber gut im Takt hier unten alles noch. Mit Licht und hat er nicht gesehen. Okay, aber ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann bald wieder bei der nächsten Folge. Ich bin nämlich irgendwie auch massiv müde. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.